Die Sonde Osiris Rex hat erfolgreich Proben vom Asteroiden Bennu zurück auf die Erde gebracht, welche sie seit 2020 von dessen Oberfläche aufgesammelt hatte. Bennu ist eines der für die Erde gefährlichsten Objekte im Sonnensystem. Die Untersuchung seiner Oberflächen soll zeigen, wie sich ein hypothetischer Zusammenstoß verhindern ließe. Forscher möchten mit den Proben außerdem testen, inwieweit ihre aus der Distanz getroffenen Hypothesen über die Beschaffenheit des Asteroiden zutrafen. Darüber hinaus könnten die Proben Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren bieten. Es ist das erste Mal, dass die Menschheit halbwegs große Proben von einem Asteroiden entnommen und auf die Erde zurückgebracht hat. Die Reise von Osiris Rex zwischen 2016 und 2023 betrug insgesamt 6,2 Milliarden Kilometer. In Tripoli, Libyen, hat zum ersten Mal seit 2014 die Börse wieder geöffnet. Die Regierung hofft, dass das die Wirtschaft stärkt, was sich zumindest in einem sehr kleinen Rahmen auch einstellen dürfte. Der Finanzstandort Libyen wird allerdings auf absehbare Zeit sehr klein bleiben. Es ist in jedem Fall aber ein symbolischer Erfolg, so volatil Libyen bis heute bleibt, so hat es doch zumindest den Bürgerkrieg zwischen 2014 und 2020 hinter sich gelassen. Zum ersten Mal seit 10 Jahren ist wieder ein Nachtzug aus Berlin in Paris eingetroffen. Eine andere Zughälfte fuhr nach Brüssel. Die Verbindung wird von der österreichischen ÖBB in Kooperation mit den drei nationalen Zugbetreibern betrieben und soll künftig dreimal pro Woche fahren, ab Oktober 24 dann täglich. Auch wenn relativ hohe Preise für viele Menschen die Nutzbarkeit des Nightjets einschränken dürften, ist die Strecke ein spannendes neues Puzzlestück im europäischen Personenverkehr und erlaubt emissionsärmere Reisen. Eine Studie erkennt bei bereits existierenden Medikamenten gegen Gebärmutterhalskrebs das Potenzial, das Rezidiv- und Sterberisiko um knapp ein Drittel zu senken, insofern sie vor einer klassischen Chemotherapie eingesetzt werden. Es handle sich um die kräftigste Verbesserung der Ergebnisse dieser Krebsart seit über 20 Jahren, so beteiligte Forscher. Griechenland war ein Krisenland. Athen möchte in den nächsten Wochen eine Kredittranche über 2,6 Milliarden Euro tilgen, welche eigentlich erst nächstes Jahr fällig geworden wäre. Es ist die zweite vorzeitige Tilgung in Folge. Griechenland hat sich seit der Eurokrise finanziell bedeutend konsolidiert, freut sich aktuell über unerwartet starke Steuereinnahmen, hohe Bargeldreserven und ein gutes Wirtschaftswachstum. Die Verschuldung des Landes bleibt aufgrund der Rettung in der Eurokrise zwar sehr hoch und das Geld für den Schuldendienst fehlt natürlich anderswo, doch die frühzeitigen Tilgungen sind nicht nur ein eindrucksvolles Zeichen für Griechenlands Comeback, sondern sparen dem Land auch noch Zinskosten. Kleines lustiges Detail am Rande, 2010, als Griechenland pleite ging, forderten Politiker von FDP und CDU, Griechenland solle doch bitte Inseln verkaufen, um Geld einzunehmen. Die gleiche Forderung kam von griechischen Politikern aufgrund der aktuellen Haushaltskrise, die wir hier in Deutschland haben, auch. Das heißt, die meinten, wir sollen doch bitte Inseln verkaufen. EU-Länder und Parlament haben sich darauf verständigt, dass Banken und andere Zahlungsdienstleister künftig Sofortüberweisungen in Euro anbieten müssen. Das kommt Verbrauchern und Unternehmen zugute, die innerhalb weniger Sekunden und auch außerhalb der Geschäftszeiten in alle EU-Mitgliedstaaten Geld überweisen werden können. Umgesetzt wird die Regel von den 27 EU-Staaten sowie Norwegen, Island und Liechtenstein, allerdings erst nach einer Übergangszeit und unterschiedlich schnell. Deutschland schafft ein Großprojekt. Die Westküstenleitung von der dänischen Grenze bis Brunsbüttel ist seit einiger Zeit in Betrieb. Die 140 Kilometer lange Trasse leitet Windstrom entlang der Westküste Schleswig-Holsteins gen Süden. Es handelt sich um ein wichtiges Puzzlestück in der Energiewende, wenn auch nur ein kleines. Netzbetreiber schätzen, dass in den kommenden Jahrzehnten fast 14.200 Kilometer benötigt werden. Wichtig ist vor allem die 700 Kilometer lange Trasse Südlink. Sie soll den Strom vom windreichen Norden in den windarmen Süden des Landes transportieren. Der Bau hat vor einigen Wochen begonnen. Ein revolutionäres Mittel gegen Sichelzellenanämie hat grünes Licht der FDA erhalten. Es befand die Therapie für sicher genug, um sie klinisch einzusetzen, nachdem bereits zuvor ihre Wirksamkeit festgestellt worden war. Damit bleibt nur noch eine vermutlich rein formale Hürde. Ärzte freuen sich mitunter auf eine Heilung für die relativ häufige und oftmals schwere Erbkrankheit. Es wäre in jedem Fall die erste zugelassene Therapie gegen eine genetische Erkrankung auf Basis der Gene-Editing-Technik CRISPR. Der globale Hunger hat trotz schwerer Krisen weiter abgenommen. Zwischen dem Jahr 2015 und 2023 ist der Welthungerindex um 0,8 Punkte zurückgegangen, was als mäßiges Hungerniveau gilt. Konkret bedeutet das ungefähr 735 Millionen Menschen, welche nicht jeden Tag genug zu essen haben. Der Rückgang ist gering, im Schnitt 0,1 Punkte pro Jahr. Und die Unterernährung als Indexfaktor hat sogar zugelegt, doch insgesamt hat sich die Lage leicht verbessert.
Dass das überhaupt gelungen ist, ist in Anbetracht von Covid-Pandemie, kriegsbedingter Getreidekrise und steigenden Lebenshaltungskosten bereits ein beachtlicher Erfolg. Im längerfristigen Vergleich haben sich die Hungerquoten ohnehin deutlich verbessert. Gegenüber dem Jahr 2000 ist der Indexwert um 35% zurückgegangen. Kein einziges Land hat noch gravierenden Hunger, wo es vor 20 Jahren noch 7 waren. Die Zahl der ärmsten Länder ist von 31 auf 9 gesunken. 28 Länder haben sich in der Zeit von mäßig oder ernst zu niedrig entwickelt. Die Gates-Stiftung, die EU-Kommission und die Europäische Investmentbank mobilisieren 1,1 Milliarden Euro, um Polio weltweit auszuradieren. Im Kampf gegen die Krankheit hatte es in den vergangenen Jahrzehnten beeindruckende Fortschritte gegeben. In Afrika wurde wildes Polio im August 2020 offiziell ausgerottet, auch wenn das Virus im Februar 2022 im südöstlichen Afrika wieder auftauchte. Dennoch, seit 1988 ist die Zahl der Fälle weltweit um 99% zurückgegangen. Nun also eine erneute konzentrierte Aktion, um die Krankheit weltweit auszurotten. Das ist bislang erst einmal gelungen, nämlich mit Pocken, welche es seit 1980 nicht mehr gibt.